Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 5 Jahre nach Selbstenttarnung des NSU haben wir heute eine gute Gelegenheit, über die Aufarbeitung und die Konsequenzen dieser Mordserie zu sprechen. Die Kernfrage ist, ob der Rechtsstaat, dem wir in diesem Lande den Begriff wehrhafter Rechtsstaat zubilligen, sich als wehrhaft und lernend erwiesen hat. Die Frage ist also, haben wir das Versprechen dieses Staates, zur Aufklärung beizutragen, eingehalten oder nicht? Der Ausgangspunkt ist die Fassungslosigkeit und das Entsetzen des Staates, aber auch der Zivilgesellschaft über diese beispiellose Mordserie. Und die Aufklärung, meine Damen und Herren, hat 2 wichtige Komponenten. Wir müssen und sollen wissen, was passiert ist. Nicht im Sinne einer historisch richtigen Geschichtsschreibung, sondern wir sind das den Opfern schuldig und ihren Angehörigen, dass sie wissen, warum sie Opfer geworden sind und was die Beleggründe für ihre Taten waren. Aber der Staat hat auch zu lernen, indem er damit zukünftig Gefahren besser erkennen kann und durch diese Erkenntnis der Gefahren neue Mordserien möglicherweise verhindern kann. Das ist unser Auftrag. Und wo stehen wir heute? Wir haben einen Blick zu werfen auf die gesamtstaatliche Aufklärungsarbeit. In München geht der NSU-Prozess mittlerweile über 300 Verhandlungstage. Insgesamt 12 parlamentarische Untersuchungsausschüsse in 7 Ländern und 2 im Bund haben zur Aufklärung beigetragen. Ich will heute aber auch nicht verschweigen, dass es eine große gesellschaftliche Beschäftigung mit dem Thema NSU gibt. Im Bereich Kunst und Kultur, durch Filme und Theaterstücke, aber auch durch Engagement der Bürgergesellschaft. Das sollten wir heute an dieser Stelle auch einmal würdigen. Bürger des ganzen Landes fragen sich, wie das passieren konnte. Wir haben uns die Frage zu stellen, wie weit wir gekommen sind. Und der erste Blick geht auf die Empfehlungen des ersten Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Dieser hat insgesamt 47 Empfehlungen abgegeben. Diese Empfehlungen sind breit gefächert. Sie gehen über die Frage der Sensibilisierung der Behörden für rassistisch und rechtsextreme Gewalt. Es geht um Fragen des Datenaustausches. Es geht um stärkere Befugnisse und ja auch um die Änderung unseres Strafrechts. Und wir haben heute festzustellen, und darauf kann dieser Bundestag auch stolz sein, dass praktisch alle Empfehlungen umgesetzt sind. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, wie wir mit der tatsächlichen Aufklärung stehen. Und ja, es sind noch Fragen offen. Wir haben nicht auf alle Vorkommnisse bislang die Antworten gefunden, die uns zufriedenstellen würden. Aber möglicherweise müssen wir auch akzeptieren, selbst wenn wir es nicht akzeptieren wollen, weil wir innerlich dagegen sind, dass vielleicht manche Fragen ungeklärt bleiben werden, weil es nicht bei Menschen möglich ist, sie aufzuklären. Deswegen kann ich trotzdem heute sagen, was dieser Staat an Aufklärung geleistet hat, das ist historisch und beispiellos. Diese Aufklärung beweist, meine Damen und Herren, eine starke innere Kraft unseres Staates, daraus zu lernen und für die Zukunft es besser zu machen. Wir benötigen aber auch weiterhin eine wehrhafte Demokratie und einen starken Rechtsstaat, weil die Feinde unserer Verfassung, eines friedlichen Zusammenlebens, die Feinde desjenigen, der anders aussieht, eine andere Herkunft hat oder nicht akzeptieren möchte, wie wir leben, weil diese Feinde sicherlich nicht ruhen werden. Deswegen muss dieser Staat konsequent gegen Verfassungsfeinde jeglicher Couleur vorgehen, gegen Rechtsextremisten, gegen Linksextremisten, gegen den islamistischen Terror. Und dafür brauchen wir auch die entscheidenden Handlungsmöglichkeiten des Staates.
Wir brauchen weiterhin einen starken Verfassungsschutz. Und wir brauchen auch V-Leute in einem richtigen rechtlichen Rahmen, damit wir erkennen können, was passiert. Wer V-Leute abschaffen möchte, wer den Verfassungsschutz schwächt, der wird am Ende des Tages auch dieses Land schwächen und die Wehrhaftigkeit. Und das können wir nicht zulassen. Herr Kollege Dr. Ulrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel? Ja, bitte. Herr Dr. Volker Ulrich, wir haben ja vorhin gehört, dass der Kollege Schuster ein bisschen angezweifelt hat, dass die Kollegin Pau hier anders sprechen würde vielleicht als im Untersuchungsausschuss. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie da komplett durchschlafen. Also wenn ich gerade an die Sitzung des Untersuchungsausschusses von gestern denke, wenn ich an die ganze Historie, Sie verteidigen gerade den Einsatz von V-Leuten gerade in diesem Bereich. Wenn wir da gerade durchweg sehen, wie gerade VP-Führer des Verfassungsschutzes die V-Leute schultern, sich schwer tun, V-Leute überhaupt als Extremisten einzuschätzen, ja, wenn Definitionen kommen, dass V-Leute, wenn sie mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiten, ja gar keine Extremisten sein können. Wenn da von guten Jungs gesprochen wird, die etwas abenteuerlustig sind, die vielleicht etwas hippelig sind. Wenn wir aber im Gegensatz dazu sehen, dass hier mit Menschen gearbeitet wurde, die ganze Paletten von Straftaten haben, die Gewalttäter waren, die im Waffenbereich tätig waren, die im Bereich gewalttätiger, politisch motivierter Straftaten unterwegs waren. Wenn Sie das Ganze hören, dass gerade die Leute, von denen Sie gerade hervorheben, wie wichtig sie für das Sicherheitssystem sind, dass es diese Leute sein sollen, die Sie im Untersuchungsausschuss anhören, die kriegen die gleichen Antworten wie wir, dass das die Leute sind, die eine Gefahrenanalyse uns geben sollen, dass das die Menschen sein sollen, die diese rechtsextremen Strukturen aufklären und in ihrer Gefährlichkeit einschätzen sollen. Wenn Sie die Antworten, die Sie genauso wie wir im Untersuchungsausschuss von diesen Personen, von diesen Beamten des Verfassungsschutzes hören, wie können Sie dann hier ernsthaft den Einsatz der V-Leute und dieses System rechtfertigen? Herr Kollege Tempel, es ist gar keine Frage, dass im Umfeld der Terrorzelle NSU zahlreiche V-Leute und auch ihre V-Leute-Führung schwere Fehler gemacht haben. Und diese schweren Fehler hat der erste Untersuchungsausschuss aufgedeckt. Und bei diesen Verfehlungen sind wir auch am zweiten Untersuchungsausschuss nicht stehen geblieben. Aber das Versagen Einzelner und fehlerhafte Zusammenarbeit zwischen Behörden kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir insgesamt zur Aufrechterhaltung der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie dieses Instrument brauchen. V-Leute sind kein Selbstzweck, sondern wir brauchen sie, damit wir einen Einblick haben in gefährliche Strukturen, in den rechtsterroristischen Bereich, in den linksterroristischen Bereich, auch in den Bereich des islamistischen Terrors. Ohne V-Leute wären wir weniger wehrhaft. Und deswegen, Herr Kollege Tempel, hat dieser Bundestag mit großer Mehrheit im letzten Jahr auch eine Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz beschlossen und hat als Konsequenz dieser Mordserie, als Konsequenz aus den Untersuchungsausschüssen wesentlich stärkere Restriktionen für V-Leute erlassen. Und diese funktionieren in der Praxis. Ja, Tino Brandt wird in Thüringen nicht mehr finanziert vom Staat, nicht von der CDU. Meine Damen und Herren, abschließend ist nicht nur der Staat gefragt. Es ist abschließend nicht nur der Staat gefragt, sich einzusetzen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es ist jeder gefragt, teilzunehmen an einem aktiven Eintreten für die Werte unseres Grundgesetzes, für die körperliche Unversehrtheit, für die Würde des Menschen, für die Freiheit des Einzelnen. Wir müssen auch sensibel sein in Bezug auf die Sprache. Kritik ist erlaubt. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Wir müssen uns aber davor hüten, dass eine Verrohung der Sprache in der Gesellschaft weiter um sich greift. Wir haben eine Verpflichtung, uns dem gegenüberzustellen, auch als Verpflichtung gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen zum Ausdruck bringen, dass wir insgesamt die Aufarbeitung, die unternommen worden ist, dass diese Aufarbeitung noch kein Ende hat, aber dass wir dennoch uns auf einem guten Weg befinden. Und ich bitte, dass diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass auch die Angehörigen der Opfer uns abnehmen,
dass unsere Haltung zur Aufklärung und zur Aufarbeitung als das gewertet werden kann, was es ist. Ein wichtiger Beitrag, um unsere Verfassungsordnung, die Freiheit und die Würde des Menschen noch stärker zu machen. Vielen Dank.